Bevor du in deiner Heimatstadt einen Betrieb errichten kannst, musst du in der Gilde ein Privileg erwerben. Danach kannst du den Baumeister besuchen. Klicke den Betrieb an, den du errichten möchtest, um die dafür benötigten Baumaterialien und Kosten zu sehen. Bestätige den Bau, um in den Baumodus zu wechseln. Im Baumodus kannst du das Gebäude selbst setzen. Anbaubetriebe müssen stets außerhalb der Stadtmauer gebaut werden, es sei denn, die Mauer ist sehr groß. Achte beim Bau darauf, dass du möglichst wenig Platz verschwendest, denn vielleicht wird die Stadt ja eines Tages sehr, sehr groß. Außerdem benötigt jedes Gebäude Zugang zu einer Straße. Diese werden jedoch automatisch gebaut. Möchtest du einen weiteren Anbaubetrieb des gleichen Typs errichten, so setze ihn am besten gleich daneben. Du kannst bis zu 4 Anbaubetriebe zu einem Großbetrieb kombinieren. Da jeder Arbeiter eine Unterkunft für sich und seine Familie benötigt, ist es sinnvoll, zu jedem Betrieb auch ein Wohnhaus zu errichten. Wohnhäuser müssen immer innerhalb der Mauern stehen. Baust du keine Wohnhäuser, so erledigen das deine Konkurrenten und erhalten die Mieteinnahmen. Fertig gebaute Gebäude kannst du anklicken, um dir Informationen anzeigen zu lassen, beispielsweise welche Rohstoffe für die Produktion benötigt werden oder wie viel der Unterhalt des Gebäudes kostet. Die Angaben beziehen sich immer auf den gesamten Betriebszweig. Bei Wohnhäusern wird die Anzahl der Mieter und die Mieteinnahmen angezeigt.